Seit 1990 ist die Stadt Frankfurt am Main der europäische Hauptsitz des Klimabündnisses, einem Städtenetzwerk mit über 1.800 Kommunen aus 27 Ländern. Das Netzwerk setzt sich für den lokalen Klimaschutz ein und verfolgt dabei einen ganzheitlichen Ansatz, um mehr Klimagerechtigkeit zu erreichen. Wir haben das Thema wie öffentlicher Verkehr, Konsum und Energie. Die Mitgliedskommunen des Klimabündnisses engagieren sich für Klimaschutzmaßnahmen, bei denen Klimagerechtigkeit eine besonders wichtige Säule ihres Handelns ist. Wir müssen unseren Lebensstil in Europa ändern, mehr als wir gedacht haben, um das Klima zu schützen. Neben lokalen Klimaschutzmaßnahmen werden die Mitglieder des Netzwerkes ermutigt und begleitet, Klimapartnerschaften mit indigenen Partnern im Amazonasgebiet aufzubauen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die COICA, der Dachverband der indigenen Völker des Amazonasbeckens, der wichtigste Partner des Klimabündnisses. Das Amazonasgebiet ist eines der vielfältigsten, aber auch fragilsten Ökosysteme. Es ist ein großer Kohlenstoffspeicher und das größte Süßwasserreservoir auf unserem Planeten. Im Amazonasbecken leben 400 indigene Völker. 100 Millionen Hektar indigener Gebiete sind noch nicht anerkannt oder legalisiert und somit ungeschützt gegen illegale Aktivitäten wie massive Entwaldung. Undichte Ölpipelines und Goldminen verunreinigen die Flüsse jedes Jahr mit Tonnen Öl und Quecksilber. Die Zerstörung des Regenwaldes für Industrie-, Landwirtschafts- und Infrastrukturaktivitäten bedroht die Umwelt und das Leben der indigenen Völker erheblich. Neue Rekordzahlen bei Waldzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und die Ermordung von UmweltaktivistInnen unterstreichen die Bedeutung der Partnerschaft mit europäischen Kommunen. Die Mitglieder des Klimabündnisses setzen sich für eine lokale Umsetzung der Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen, SDGs, ein. In der kommunalen Klimapartnerschaft der Stadt Köln in Deutschland und dem peruanischen Amazonasdistrikt Yarinacocha sind Abfall- und Umweltmanagement wichtige Themen im Rahmen ihres Wissenstransfers. Eine enge Zusammenarbeit und der Austausch zum traditionellen Wissen der indigenen Völker, die in der Region um Yarinacocha leben, ist ein wichtiges Element. Oft genug wird dieser Teil der Bevölkerung von Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Manchmal behandelt man uns liebevoll, aber häufig werden wir ganz ausgeschlossen. Abholzung, der Erhalt der biologischen Vielfalt und der kulturellen Identität sind entscheidende Themen. Zudem findet ein Austausch zwischen SchülerInnen und Studierenden über den Klimawandel statt. Die Zivilgesellschaft ist neben den Kommunen ein wichtiger Akteur in der Partnerschaft des europäischen Städtenetzwerks. Eine nachhaltige Transformation muss auf der Zusammenarbeit aller Akteure beruhen. Deshalb ermöglicht das Klimabündnis globale Partnerschaften.
Bila bangi ini papa, si pelaku ini punya tiga. Bawa naik ke ya, kamu punya tu kalah saja. Makanya papa, amin. We are the one that is struggling in our communities. Die indigenen Partner spielen eine Schlüsselrolle bei der Erhaltung des Amazonas-Regenwaldes. Über die Hälfte des gesamten Kohlenstoffs im Amazonasgebiet werden in indigenen Gebieten gespeichert. Die indigenen Völker haben ein jahrhundertealtes Wissen über Flora und Fauna. Die nachhaltige Nutzung ihrer Territorien und der natürlichen Ressourcen sichert ihre Lebensgrundlage. Ähnlich wie Kommunen sind sie als lokale Akteure am besten in der Lage, Klimaschutz in ihren Gebieten in die Praxis umzusetzen. Partnerschaften und globale Kooperationen zwischen Kommunen in Europa und indigenen Gemeinden sind sehr erfolgreich. Sie machen Klimagerechtigkeit ganz konkret. Die Zusammenarbeit des Klimabündnisses mit der COICA unterstreicht die Bedeutung von Partnerschaften zur Förderung von Klimagerechtigkeit. Während der letzten Plenarversammlung der COICA, die alle 4 Jahre stattfindet, haben junge MedienaktivistInnen in Macapá, im Delta des Amazonas, ein Live-Streaming-Radio durchgeführt. Digitale Medien sind für junge Menschen ein neuer Weg, den Wald und ihr Leben zu schützen, sich zu vernetzen und Ideen auszutauschen. Grundvoraussetzung dafür ist die Energieversorgung. Die Suche nach regenerativen Lösungen ist eine spannende Herausforderung für die europäische Klimapartnerschaft. Nicht nur in Bezug auf Kommunikation, sondern auch in Bezug auf Mobilität. Zusammen mit dem Amazonasvolk der Achua in Ecuador machen das Klimabündnis und seine Verbündeten erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Solarbooten für den öffentlichen Verkehr. Um voneinander zu lernen und mit dem Wissen, dass Entscheidungen in Europa die Lebensgrundlage der Menschen im globalen Süden beeinflussen, muss ein gleichberechtigter Austausch für mehr Klimagerechtigkeit stattfinden.